Willkommen zusammen zu einer neuen Let's Play-Reihe von dem Spiel Giant Machines 2017. Über das Spiel haben wir mit dem Entwickler schon auf der Gamescom 2016 geredet. Jetzt können wir es uns mal richtig anschauen. Das Blöde ist nur, das Ganze gibt es jetzt hier irgendwie bei mir nur in der englischen Fassung, also das ganze Menü. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie hinbekomme. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es ist überall deutsch eingestellt eigentlich auf Steam. Hier im Spiel kann man es wohl nicht einstellen. Also müsst ihr damit Vorlieb nehmen. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe einmal kurz reingeguckt. Wir starten aber natürlich ein neues Spiel und sehen hier schon mal eine der Giant Machines. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe wirklich nur ganz, ganz kurz reingeschaut. Ich mache das immer kurz, um zu checken, ob das technisch alles funktioniert. Und muss sagen, dass ich mich jetzt überraschen lasse. Muss allerdings auch gestehen, dass ich nicht allzu hohe Erwartungen an das Spiel habe. Vielleicht werde ich überrascht, vielleicht positiv, vielleicht negativ, ich weiß es nicht. Man wird sehen, aber die Idee ist ja eigentlich eine ganz coole. Your first task is to extract the silicon, so we can finish the work on the space shuttle. Okay. Unfortunately, our main machine has a small malfunction. The previous operator of the bucket wheel excavator was just fine. I sure hope you can do better. Use the Thug ZM tow to get closer to the field workshop. Ich habe gerade bemerkt, das wird einem auch alles angesagt. Also steigen wir ein in das Spiel. Ah, Moment, wo müssen wir hin? Doch, das ist das Objekt der Begier. Enter. Okay, da wäre jetzt das Radio. Ich habe die... Release the Handbrake. Damit wir es auch fahren können. Ich habe die die Musikeinstellung noch nicht so ganz verstanden. In Musik wird man beim ersten Start, kriegt man fast einen Herzinfarkt. Das ist wirklich so, wenn man dieses Spiel startet. Später geht's dann. Wir können uns das mal... Oh, wer fährt denn? Ich nicht. Ah, lenkt sich von alleine. Ja, ist ein bisschen futuristisch hier angehaucht, offenbar. Aber ist ja okay. So. Bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback. Also schaut euch das Video an und dann, wenn ihr meint, dass ihr euer Urteil bilden könnt oder euch ein Urteil bilden könnt, dann schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Es interessiert mich brennend. The broken wires lie on the tray. Ich weiß nicht, ob man es hört, deswegen lese ich es einfach vor. Next to the tank. Try to restore them using the workbench. Also die gebrochenen Kabel müssen wir... Damit müssen wir jetzt irgendwas machen. Ich... glaube, ich weiß ungefähr was, deswegen denke ich, ist es jetzt Quatsch, wenn ich jetzt alles 1:1 übersetze. Ah, man muss natürlich immer erst den Motor ausmachen, dann kann man bei so einem Maschinchen hier nicht laufen lassen. So. Dann müssen wir hier hin. Ist übrigens auf unserer Lieblings-Engine, der Unity-Engine entwickelt. Habe ich ja schon mal gesagt, habe ich letztens gefragt. Was gibt's denn, oder wieso das meine Lieblings- Engine sei. Wohl wissen, dass es Ironie ist. Ich denke, ihr habt das jetzt aufnehmen können. Es ist Quatsch, wenn ich es vorlese. Wir müssen also jetzt diese Kabel nach oben bringen. Können wir irgendwie... Ah, wir können sogar rennen. Und dann da irgendwo die gebrochenen Kabel reparieren. Mal schauen. Der Space Shuttle. Das ist natürlich schon eine relativ interessante Aufgabe. Aber wieso braucht sie diese zwei Treppen? Das ist vielleicht eine Einbahnstraße. Hier geht es nur runter und da geht es nur rauf. Man weiß es nicht. So. Und wir kommen jetzt noch weiter rauf. Ja.
geht es noch ein bisschen. Ah, da hinten. Ja, Playway ist. Hat. Ne? Hat den. Ah. Oh, wir hüpfen über die Treppe. Playway hat unter anderem den Farmexperten rausgebracht. Wie kommen wir denn da hin? Das ist man da hinten? Es sieht eher so aus, als ob wir die andere Leiter nehmen müssen. Playway hat unter anderem den Farmexperten published. Also Playway ist der Publisher, Code Horizon steckt hinter diesem Spiel hier. Bei dem Farmexperten ist es, glaube ich, das Entwicklerstudio Silden. Und Playway als Publisher zeichnet sich dadurch aus, dass die Ideen meistens klasse sind, auch beim Farmexperten. Dynamischer Boden, Multiplayer, der Obstbau finde ich auch ziemlich cool. Und noch so andere Kleinigkeiten, ein paar Parts des Wirtschaftssystems waren, glaube ich, auch ganz cool. Aber die Umsetzung ist irgendwie immer nicht so toll. Also. Okay, jetzt müssen wir die elektromechanischen Transformatoren einschalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Machen wir jetzt einfach mal auf der Main-Plattform, auf der Hauptplattform-Ebene. So. Ja genau, und das finde ich super, super schade. Aber gut, so ist es halt bei Playway. Was will man machen? Und die haben noch einiges in der Pipeline, also es kommen noch einige Spiele von denen dieses Jahr. So. Da ist unser Platz. Wir bräuchten den Text gar nicht, wir würden es auch ohne schaffen. So, hold. Hold. Achso. Ist ja cool. Jetzt kann ich es mir aber leider nicht. Ah doch, ich kann es mir ansehen. Ja, das ist. Turn on the two main fans using the lever on the back bridge. Okay, wir folgen hier einfach mal den Hinweisen. Also wir müssen hier offenbar einen Space Shuttle abfertigen, beziehungsweise starten. Also den Space Shuttle. Wir müssen die Services eines Space Shuttles halt jetzt hier kurz mal. Oh je. Ich ahne Böses. Oh, nein. Reload. Aber wie sollte ich mich jetzt aus dieser Misere befreien? Naja. Gut, kann man machen, ist halt kacke irgendwie. So. Ein neuer Versuch. Also wir müssen offenbar dahin. Dann schauen wir mal. Also hier kamen wir nicht runter. Jetzt mache ich bestimmt den gleichen Fehler nochmal, aber vielleicht schaffe ich es ja auch dieses Mal. Okay, ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Wir gucken mal, ob es um die andere Seite geht. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Ah. Gucken wir mal, ob wir irgendwie hier runterkommen und dann nochmal dahin kommen. Das ist ja wirklich ein großes Labyrinth. Der Labyrinth-Simulator scheint das hier zu sein. Okay, ich weiß aber nicht, warum es in diesem Simulator eine Simulation des Verletzungslevels gibt. Ja, und wieso man hier nirgendwo springen kann.
Irgendwie habe ich den falschen Weg gewählt. Ich guck's es mir nochmal an. Das ist ja. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Vielleicht müssen wir irgendwie was. Vielleicht habe ich grundsätzlich irgendwas blöd gemacht hier. Könnte gut sein, ne? Guck mal jetzt hier. Warten. Wie soll man denn sonst hier runterkommen? Stehe ich jetzt nicht ganz. Naja, gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall runter. So, wird's gemacht. Jetzt können wir hier auf dieser Ebene eigentlich nichts ausrichten. Wieso kommen wir denn hier nicht mehr runter? Was ist das denn? Hier, was ist das denn hier? Das sieht ja ganz gut aus. Ah, so, nicht so früh aufs Spiel schimpfen, ne? Habe ich mal wieder den Fehler gemacht. Wie immer. Kommen wir hier rein? Nee, Enter. The machine can not be operated right now. Kann nicht bedient werden jetzt. Hier, jetzt reicht es. Du hoch, Zicker. Na, das sieht doch ganz. Gut aus. Hofft man nicht. Wie kommen wir denn da hin? Hä? Entschuldigung? Aber wieso? Ah, doch hier. Ah, so. Für diesen simplen Move sind wir jetzt hier hochgeklettert. Das war aber wirklich eine aufwendige Prozedur. So, jetzt geht das hier langsam los. All system are up and running. Go to the driver's cabin, start the bucket wheel excavator and take it to the silicon excavation site. Wir sollen den Bagger. Bedienen jetzt. Ah, jetzt ist es hier. Jetzt. Oh, okay. Da sind wir auf einmal dorthin gesch. Hä? Ich kann hier. Moment, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht oder nicht. Deswegen, weil, also, ihr seht ja nicht meine Tastatur. Ich drücke E, dann passiert Folgendes. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen in diesem Raum. Ich drücke wieder E, passiert Folgendes. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Alles klar. So. Und jetzt? Ah. Na klar. Wir fahren jetzt mal eben so ein. Was ist. Ach du Kacke. Moment. Freie Kamera. Hier. Ja, klar. Okay, das ist schon gewaltig. Also, das ist schon ganz cool eigentlich, muss man ja sagen. Das muss man dem Spiel dann wieder zugute halten. Jungs, komm mal von der Baustelle runter. Wir brauchen jemanden zum Schieben. So schnell geht das ja nicht hier, ne? Also, naja. Machen wir das Radio an. Ah, ne, kann man irgendwie gar nicht. Next station. Axe turn right to break throttle. Okay. Das sieht natürlich schon cool aus hier. Schon ziemlich cool ausmodelliert so. Ja, also. Ich tue mich schlecht damit, so Simulatoren. Gut, also verglichen mit anderen, mit AAA-Titeln
schneidet fast jeder Simulator ja relativ schlecht ab. Aber ich tue mich schwer damit, einen Simulator grundsätzlich als blöd zu bewerten. Auch wenn das Spiel nicht so ganz toll ist offenbar. Es ist aber auch nicht wirklich schlecht. Also es hat schon ziemlich coole Elemente so. Aber ein paar Sachen, da fragt man sich halt, was das soll. Also zum Beispiel diese Simulation der Lebenspunkte quasi. Das finde ich nicht so ganz nötig hier in der Simulation. Naja. Es würde mich interessieren, wenn ihr schon eine Meinung habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr euch wünschen würdet. Und genau, das Spiel soll Ende September, am 29. September, meine ich, rauskommen. Dann auch auf Steam. Und der Link dazu ist, wenn ich es nicht vergessen habe, in der Videobeschreibung. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht Abonnent seid, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ansonsten freut es mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss.